Moin, moin und herzlich willkommen beim Vlog für den Juli 2016 mit diesem wunderschönen Ausblick über den Victoria Crater in Take on Mars. Ich habe gedacht, ich laufe mal nebenbei ein bisschen über die Marsoberfläche, während ich euch so erzähle, wie eigentlich der Juli so gelaufen ist. Ja, insgesamt mal wieder ein spannender und lustiger Monat, der viel Spaß gemacht hat. Wir haben viel Hardcore Kerbal gespielt und die Abonnentenzahlen haben sich so langsam aber sicher wieder von dem Abonnentenpurge erholt. Stand heute sind wir bei 969 Abonnenten. Das heißt, wir sind noch 31 Abos davon entfernt, dass ich mein Versprechen einlösen muss, nämlich mit Gestensteuerung, also per Leap Motion, eine Rakete zum Mond zu fliegen im Kerbal Space Program. Also schauen wir mal, ich bin ziemlich sicher, dass das im August klappen wird. Im Moment kommen so im Schnitt jeden Tag 2 Abonnenten dazu. Im Schnitt, wie gesagt, manche Tage ist mehr, manche Tage ist weniger. Das würde dann aber heißen, dass im August irgendwann uns die 1000 Abos blühen hier auf dem Kanal und dann löse ich mein Versprechen natürlich ein. Also andersrum, ich versuche es dann natürlich einzulösen und guck mal, ob es funktioniert, also ob ich bis zum Mond komme. Da wird sicherlich viel zu lachen geben, also für euch, für mich wird es wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer, aber so ist das halt. Ja, was ist noch passiert? Der Iron Kerman ist abgeschlossen soweit, also größtenteils. Ich guck mal, ob ich noch Zeit finde, vielleicht ein oder zwei Zusatzmissionen zu machen. Es sieht nicht so aus, als ob das was für den Livestream wird. Aber vielleicht mache ich noch ein, zwei davon. Und es wird auf jeden Fall noch abschließend ein Outtakes-Video geben. Also ich habe ein paar Mal das Schiff auch kaputt gemacht oder Schiffe. Und das natürlich dann vorher gequicksaved und reverted, wenn ich mir nicht sicher war. Ein paar Sachen, nicht alles, aber ein paar Sachen davon habe ich aufgehoben. Und da wird es natürlich auch nochmal ein Outtakes-Video geben. Einfach um euch zu zeigen, dass auch bei mir nicht immer alles perfekt läuft. Und vielleicht nochmal zum Erinnern, wie die Momente im Iron Kerman dann eigentlich endgültig aussahen und was vorher alles schiefgegangen ist. Ja, was war noch? Wir haben mal einen ersten Blick in Star Rangers als ein kleines außer der Reihe angezockt geworfen. Ist, glaube ich, ein Spiel, was prinzipiell Potenzial hat, wo aber einfach noch ein bisschen was passieren muss, bevor es da losgehen kann, also bevor es richtig losgehen kann. Ich werde es mal im Auge behalten, mal gucken, vielleicht ergibt sich da irgendwann mal noch was. Ansonsten war es erstmal ein kleiner Abstecher und ich werde sicherlich, sobald sich entwicklungstechnisch was getan hat, für euch auch mal wieder einen Blick reinwerfen. Und dann gibt es schon mal eine Vorwarnung. Und zwar ist es so, dass ich Ende August umziehen werde. Und ich habe schon alles vor über einem Monat in die Wege geleitet, dass das auch mit dem Internetanschluss sauber klappt und schnell geht. Aber wir alle wissen ja, es gibt halt so Situationen, da funktioniert das gut. Und dann gibt es halt so Situationen, wo einen das Leben voll von hinten erwischt und über den Haufen schlägt. Und sollte es dazu kommen, kann es natürlich passieren, dass ich irgendwie Ende August, Anfang September vielleicht mal eine Woche oder zwei nicht so die Möglichkeit habe, viele Videos rauszuhauen, eben weil meine Internetleitung mir dann nicht zur Verfügung steht. Aber wir hoffen natürlich nicht, dass es so weit kommt, oder ich hoffe es nicht. Und Livestreams sind normalerweise davon nicht betroffen. Die werden wir trotzdem machen können. Denn die mache ich ja über einen LTE-Anschluss und der sollte eigentlich von all diesen Problemen nicht betroffen sein. Hoffe ich zumindest. So. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch auf dem Tablett? Und zwar haben wir noch auf dem Tablett, was wird denn so in Zukunft passieren? Nachdem der Iron Kerman ja jetzt abgeschlossen ist, gibt es natürlich die große Frage, und ein paar von euch haben die auch schon gefragt, nach was wird denn das neue Projekt für den Iron Kerman? Also ich lasse es erstmal relativ ruhig angehen. Wo ist denn mein Tool? Ich habe doch hier gerade ein Tool in die Hand genommen. Ich lasse es erstmal relativ gut. Warte mal, so, ja, ruhig angehen, weil ich euch auch ein bisschen die Entscheidung mit einbeziehen möchte. Und zwar gibt es, glaube ich, so ein paar Optionen, die ich mir habe durch den Kopf gehen lassen, was man machen könnte. Und ich würde euch gerne so die nächsten 2 Wochen mal geben, um hier in dem Video über den Info-Button oben abstimmen zu können. Und zwar wäre das einmal die Idee, dass wir eine Serie machen mit Real Solar System. Jetzt nicht zwingend unbedingt wöchentlich, ich muss mal gucken, wie dann der Schedule aussieht. Aber eben so als Nebenprojekt, Real Solar System, entweder eine Karriere oder
echte Missionen nachspielen. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe es jetzt erstmal als Real Solar System in den Infobutton gepackt. Im Detail können wir dann ja nochmal darüber diskutieren, was das dann bedeutet. Dann gab es von einigen von euch auch das Interesse daran, Pulsar Lost Colony zu spielen. Das ist quasi so ein kooperatives Raumschiffspiel, wo man Planeten erforschen kann und zu fünft halt gemeinsam als Crew ein Raumschiff fliegt. Das habe ich auch mal mit reingepackt, weil das doch interessant klingt und vielleicht ja auch was ist, wo der ein oder andere von euch mitspielen kann und oder möchte. Und jetzt mal gucken, ja, festschrauben. Und last but not least mache ich einen Punkt rein für was anderes. Den wählt ihr einfach an, wenn ihr was anderes wollt. Und im Idealfall, das wäre richtig toll von euch, könntet ihr dann noch mal rein kommentieren, was denn? Das würde richtig helfen, damit ich einfach eine Idee habe, was ihr euch auch so wünscht. Also wir haben da jetzt einfach wieder einen Slot, mit dem man ein bisschen was anfangen kann. Und bis zum nächsten Iron Kerman ist es ja noch ein Stück. Also lasst euch da gerne aus. Und ich freue mich auf jeden Fall über Input. Und ich wollte jetzt eigentlich gerade mal gucken, ah, da ist es ja, ob das Ding mittlerweile Ressourcen verbraucht. Power, zack, create. Geht das einfach so? Tatsächlich, geht immer noch einfach so. Schade, ich dachte, sowas geht vielleicht mittlerweile, vielleicht auch nicht. Na gut. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, packt die gerne rein. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf den August, auch wenn es da bei mir, wie gesagt, mit dem Umzug ein bisschen stressig nebenher wird. Also verzeiht mir, wenn dann vielleicht mal ein oder zwei Videos nicht so auf den Punkt kommen oder mal was ausfallen muss, weil ich muss einfach meinen Kram auch zusammenpacken und an einem gewissen Punkt auch mal meinen Rechner dann abbauen. Und da kann es dann durchaus mal sein, dass vielleicht mal eine Folge nicht direkt kommt. So viel zur Vorwarnung. Ansonsten danke ich euch auf jeden Fall natürlich auch für die Treue zum Kanal über den Juli. Ich habe mich sehr gefreut, wie der Discord von euch angenommen worden ist. Also alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt einen Chat-Voice-Chat-Server. Das nennt sich Discord, das Ganze. Und auf meiner Kanalseite oben rechts findet ihr einen Button dafür. Das ist ein Invite auf meinen Discord-Server. Da hat sich mittlerweile so ein kleiner Trupp aus. Ich glaube, es sind über 30 Leute mittlerweile, die da sitzen, wo viel Körbel gefachsimpelt wird. Wo während der Livestreams auch nebenbei noch ein bisschen gechattet wird, aber eben auch abseits der Livestreams. Und ihr seid gerne herzlich, ohne irgendwelche Verträge unterschreiben zu müssen oder irgendwas dafür bezahlen zu müssen, auf diesen Discord eingeladen als meine Gäste und könnt euch dort mit anderen verrückten Körbonauten aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Bereich austauschen zu euren Raumfahrtprojekten. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das Wetter ist auch nicht so gut und ich glaube, die Sonne geht auch bald unter. Ich gehe jetzt mal rein und mache mir ein Brot. Ach ne, hier gibt es ja nur Kartoffeln. Und mache mir eine Kartoffel. Und euch wünsche ich erstmal einen schönen Mittwoch noch. Und falls ihr das einen anderen Tag seht, dann halt einen anderen schönen Tag. Und wir sehen uns spätestens am Freitag wieder. Entweder bei Hardcore Kerbal oder noch viel lieber natürlich beim Livestream abends. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und ich sag Tschüss.